Hallo ihr Opfer und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich bin Foxo und wir sind bei der zweiten Folge von Foxos Lost Music Stuff. Genau. Ich habe euch so ein paar Sachen rausgesucht und heute schauen wir uns die Songidee Magic an. Ich habe die damals im Dezember geschrieben und ich weiß nicht, ob ihr abergläubisch seid. Ich so ein bisschen und es ist halt ziemlich weird, was da passiert ist. Also. Erstmal, zu dem Zeitpunkt war ich scheinbar verliebt. Ich erinnere mich nicht mehr daran, in wen ich verliebt war. Ups. Also ich weiß nicht, über wen dieser Song geht. Dafür sind die Lyrics irgendwie ganz schön ernst. Ja, keine Ahnung. Genau. Auf jeden Fall, ich bin damals in ein Dorf gefahren, weil ich da einkaufen wollte und bin dann aus Versehen mit meinem Auto volle Kanne gegen Bordstein gefahren, sodass ich richtig Schiss hatte, dass jetzt mein Reifen Schrott ist und bin dann angehalten und direkt rechts neben mir war ein Hexenladen, wo ich dachte, okay, ich bin verflucht. Genau, und daraus ist so ein bisschen diese Idee entstanden und scheinbar war ich halt auch in irgendwen verliebt, aber keine Ahnung in wen. Genau. Also, hier kommt Magic, eine Songidee. Do you believe in magic? Something. Do you believe in fate? I think you're the hero in the story. Das war die Songidee. Und die Sache ist, ich finde, man merkt das so ein bisschen, dass ich immer noch diesem Stil unterwegs bin, was meine Musik angeht. Also das, was ich manchmal auf Twitter teile. Und ich weiß ja nicht, also ich habe da aus der Idee, glaube ich, viele Sachen rausgenommen für andere Ideen. Vor allem was Harmonien angeht. Ich habe da so die Liebe für gefunden. Ja, vielleicht beende ich die Idee irgendwann mal. Ich mag die an sich sehr gerne. Ich finde die Idee dann doch schön. Es ist nur richtig traurig für die Person, dass ich nicht mehr weiß, um wen es geht. Aber es ist nur ein paar Monate her. Genau. Okay. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und ich habe noch eine Menge spicy Ideen da. Ja. Bis dann, ihr Opfer. Tschüss.